Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner mit dem Yankee. Na, hallo. Der guckt, ob es läuft. Oh nein. LKW, was kommt gefahren? Ja, wir machen eine Lieferung zum Bohrplatz-Mission heute, weil wir gerade hier sind und ich gerade die passenden Waren mitnehmen könnte, wenn ich denn die richtige Ladefläche drauf hätte. Habe ich aber nicht. Ich muss auch zurück in die Werkstatt springen. Ja. Okay. Jetzt habe ich gerade hier schön getankt. Mensch. Okay. Das war traurig. Hab ich nicht dran gedacht? Hast du dran gedacht? Ja, nicht. So, dann nehmen wir mal hier nochmal einen Pritschenwagen, ne? Das sollte reichen. So. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal kurz die Mission. Also, wir müssen von den unterschiedlichen Lagern hier zur Bohrplattform hier Materialien bringen. Wenn wir das gemacht haben, dann schalten wir die nächsten möglicherweise Sachen frei. Müssen wir mal gucken. Beziehungsweise, das geht ja, Bohrausrüstung und so weiter, das geht ja immer weiter, wenn wir auf den anderen Maps spielen. Das heißt, das wäre was für die nächste Aufnahmesession, dass wir uns dann mal wirklich die Freischaltung der weiteren Maps vornehmen. So, hier ist aber nochmal Fleißarbeit gefragt. Das heißt, ich würde sagen, ich fahre mal. Möchtest du zum Hafen oder wo möchtest du hin? Also, ich hätte eigentlich dann jetzt den Vorteil, da wir ja jetzt an der Werkstatt sind, dass wir könnten halt diese Bohrteile liefern Mission vielleicht zuerst machen, wobei das ist ein bisschen langweilig, das ist ja fast die gleiche Strecke, die wir gerade eben gefahren sind, ne, für die Zuschauer. Mhm. Ja. Okay. Ja, wie du möchtest. Möchtest du lieber Hafen oder das Dings? Derjenige, der Hafen macht, sollte dann noch die Feuer- und Fass-Mission machen, weil die quasi auf dem Weg liegt. Die Feuer- und Fass? Feuer im Fass. Da muss man von der Tankstelle, die ist ja auf dem Weg, mehr oder weniger auf dem Weg zum Hafen, noch was zum Hafen liefern. Kann ich die bei der Tankstelle annehmen oder wo kann ich die annehmen? Ja, die kann ich hier im Menü annehmen. Ja, dann machen wir bitte. Okay. Dann mache ich die. Gut, los geht's. Prima. Und ich fahre, was wär's bei nicht? Achso, ich will mal planen, so, wo ich langfahre. Ja, so, zur Tanke, ne? Zur Tanke Anke. Da liegen genau. Übrigens Frachtcontainer im Fluss. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Hm. Sachen gibt's? Wieso ist denn die Tankstelle jetzt auf einmal woanders? Ich hatte eine Erinnerung, dass der in der Hauptstraße war, weiß aber gar nicht. Nee, die war noch nicht an der Hauptstraße, die war da oben. Also wir haben zwei Tanken, ne? Es gibt noch eine Tanke da im Norden. Mhm. Vielleicht dachtest du auch an die. Du musst aber jetzt gleich, kann es sein, dass mein Essen fertig ist? Dann musst du mal kurz die Zuschauer für 5 Minuten unterhalten und ich esse dann eben. Nein, aber ganz kurz im Ofen und das rausholen. Okay. Erzählst du mal irgendwie so ein Döneken oder so? Du machst das schon, ne? Kein Problem. Ich fahre dann hier zu dem Lager da oben und das heißt, ich brauche erstmal. Achso, dann muss ich ja wieder diesen komischen Tiefschnee da hinten. Tiefschnee? Ja, das ist so eine tiefe Matschstelle. Ja, das kommt hier häufiger vor, das sagt mir jetzt leider nichts. Bei Design. Gut, also clevere Leute hätten jetzt überlegt, okay, der Garda fährt zur Tankstelle und spricht von der Tiefschneestelle. Das muss also irgendwo auf der Strecke zwischen Werkstatt und Tankstelle sein. Aber gut, das ist natürlich, ne? Da weißt du, wie viele... Transferleistung nennt man das, ne? Genau. So. Hier muss ich, glaube ich, rein, ne? Scheint das in dem Spiel noch relativ neu zu sein, dass du glaubst, da wäre nur eine Matschstelle zwischen der Tanke und dem Dings. Nein, ich sagte Schneestelle. So. Noch schlimmer. Hm. Gerade mit dem LKW hier, der mag das nicht. Da sind wir nämlich gerade drin. So.
Wer baut denn auch eine Tankstelle nicht an die Hauptstraße, sondern so weit ab? Ist auch nicht so clever, ne? Aber... du weißt ja nicht, was zuerst da war. Vielleicht war zuerst die Tanke da und dann hat jemand die Hauptstraße woanders langgelegt. Aber sehr clever, dass wir hier zwei Missionen in einer machen. Das hast du dir sehr gut überlegt. Das hast du sehr gut gemacht. Mhm. Also tatsächlich war das sogar wirklich so. Wir mussten diese Hauptstraße ja zuerst zu Ende bauen. Die war ja noch nicht, gar nicht fertig, ne? Mhm. Die Tanke war schon da. Ich steh auch mal so ein alter Sattelschlepper, wo ich kann ihn mitnehmen. Gray, nee, was ist das? Greshel Gas Company. Mhm. So, wie viel Sprit? Zweimal, ne? Okay. Und dann müssen wir... Dann fahre ich am besten wieder zurück. Denk dran, auch dich zu tanken, ne? Das habe ich gerade gemacht, ne. Da haben wir auch da oben einen Ofli, ja, der ist auch nochmal jetzt Sprit drin. Können wir auch nochmal die Rostrecke. Entschuldigung, Rostrecke. Jo. Und dann kommst du mir gleich entgegen, oder was hier? Ja. Da bist du schon wieder vorbei. Für mich fährt der Weg ja auch hier lang. Vorsicht, hier kreuzen wieder Moos. Mhm. So richtig nach Moos siehst du zwar nicht aus, aber... Kreuzen, nicht entgegenkommen. Oh. Also, was auch immer du für einen Beruf einschlagen wirst in Zukunft, ja, wenn du mal groß bist, mach nichts, was irgendwas mit Verkehr zu tun hat, im weitesten Sinne. Das geht nicht gut. So. So. Auftanken? Also irgendwie was mit preiswerten Fahrzeugen, okay. Also so, weißt du, so Klappfahrräder oder so, okay. Aber alles, was teurere Fahrzeuge sind, würde ich lassen. Ah, so. Mhm. Tolle Tipps, die du hast. Ja, ich weiß. Da kennt man mich für. Deswegen abonnieren einige sogar meinen Kanal, du. Lebenshilfe mit Garnhol. Geh mal zu, dass du heile am Hafen ankommst. Mhm. Haha, sagst du. Ja, ich habe ja jetzt nicht mehr so eine Riesenlast drauf. Aber da haben wir schon wieder eine kleine Mission. Ich bin übrigens Level 10. Das heißt, ich kann möglicherweise weitere Unlockables installieren. Ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu klicken. Mann. Was ist, wenn das nicht der normale Workflow ist? Da geht alles schief. Na sowas. Achso, muss ich gleich Nachrichten gucken. Aber oh nein! Du könntest nachgucken, wie lange die Folge schon ist, weil das kann man nämlich sehen, ne? Ja. Ja, muss ich aber tappen, ne? Hm. Und das geht gerade nicht, weil dann müsste ich ja anhalten. Sagst du, ist gerade nicht so gut? Ja, man weiß ja hier nie. Exactly. Ist ja quasi froh, wenn die Karre läuft. Ich bin ja mal gespannt, wie wir uns entschieden haben, wie wir mit diesen Ruchelfolgen umgegangen sind. Also im Moment laden wir sie ja noch hoch. Wir sind bei Folge Nummer 10 heute. Hm. Und die Leute, weißt du, die kommen schon mit Fork und Mistgabeln angelaufen und schreiben, dass die Folgen legen. Weil ich mich gefragt, ob die Eier legen oder eine Wollmilchsau oder Rasenmähpullover. Man weiß es nicht. So, ich würde jetzt mal sagen, Katsching, Katsching. Hast du gerade Belohnung bekommen? Du? Hab ich zu schnell Enter geklickt? Die Mission ist weg. Wieso? Nee, die Mission ist abgeschlossen. Okay. So, welche machen wir dann? Ah, da kam eine Belohnung. Ja, dann machen wir jetzt die, wo du da unten diese Dinger holen sollst. Warte, ich aktiviere die. Lieferung für den Bohrplatz. Jawoll. Und da hole ich jetzt da bringst unten. Du Frachtcontainer mit. Einen Frachtcontainer. Brauchen wir vielleicht noch weitere Frachtcontainer für irgendwas? Wahrscheinlich oben auch für die... Ich bringe einfach mal zwei mit. Wir brauchen die wahrscheinlich eh. So. Meinst du? Ja. So. Möchtest du nicht lieber ein großes Rohr von mir haben? Nee. Gut, es passt nur ein Frachtcontainer drauf. Frachtcontainer war es, ja?
Ja, von der Firma Saber mit einer Raubkatze drauf. Ja, prima. Dann bring die doch mal mit. Mhm. Die bringe ich dann zur Insel in der Mitte, ne? Richtig. Dann fahren wir mal hier ein bisschen abenteuerlich den Weg lang. Gucken, ob das gut geht. Ich glaube ja nicht. Schaffen wir bei dieser Folge nicht mehr, ne? Ach ja, genau. Jetzt kann ich gucken, wie lang die Folge ist. Wir sind bei knapp 11 Minuten. Ah, ja. Gut, das wird sportlich. Dann, gebe ich mal Gas. Sport muss man sich halt schon mal anstrengen, ne? Mhm. Aber ja, ich will jetzt nicht diesen Raubkatzentransporter umkippen. Obwohl! Ja, dann war zu sportlich. Ich meine, wir sind ja schon von Bären angefallen worden, die Betonblöcke über die Map schmeißen. Ja. Meinst du, dann ist der, landet er, wenn ein bisschen Glück, direkt bei dem Bohrplatz? Wir sollten einfach mal mehr die Texte lesen. Die scheinen doch Quell mannigfaltiger Belustigung zu sein. Sonst hast du immer so ein bisschen den Eindruck, also du nicht, aber Mann, bevor du jetzt wieder sagst, wieso habe ich den Eindruck, weißt du doch gar nicht. Dass zuweilen Germanisten bei den Publishern unterwegs sind und da die Sprache wirklich auf sehr viel Wert auf die eloquente Expression legen. Und hier hast du das irgendwie auch, aber dann hast du da Typos drin, wo du dir denkst, uff, Bruder, uff. Oh, ich muss mal eben zum Backofen. Bis gleich, tschüss. Wo man, glaube ich, auch nicht mit den ganz schweren LKWs lang möchte, weil es zu eng ist. Aber habe ich ja nicht. Ist ja ein kleiner LKW. Ein schöner, gemütlicher LKW. Ist auch eine tolle, also so ein tolles Industriegebiet hier quasi, wenn man jetzt sich das so vorstellt, wie das eigentlich in echt ist. Da fahren die ganze Zeit Leute mit dem Trecker hin. Also da kann man sich schon mal die Frage stellen, ist das mit dem Hubschrauber einfacher? Aber das habe ich schon mal vor ein paar Folgen gesagt, das ist ja irgendwie ein bisschen alt. Aber ja, hat jemand schon mal sowas gefahren in Alaska? Weiß jemand, ob es das da wirklich gibt? Ich war tatsächlich mal in Alaska, aber ich bin noch nie da LKW gefahren. Ich bin immerhin schon mal da in einem Wasserflugzeug mitgeflogen. Also nicht selber, aber ich war direkt dabei und es ist voll schön. Und ich habe da auch so eine Pipeline, also so eine Pipeline, wie Garda sagen würde, habe ich auch schon mal gesehen. Die fahren da einfach so rum. Aber die waren auch immer relativ intakt, also da musste man jetzt nichts abliefern. Ich frage mich, ob Garda jetzt zumindest mitgedacht hat, die Karte einzublenden, damit ihr seht, wo ich gerade langkurve. Aber bestimmt nicht, ne? Naja. Ich bin zumindest schon mal kurz vor dem Bohrplatz. Danach können wir uns überlegen, was wir als nächstes machen. Also wir könnten eine Mission machen, die uns auf eine andere Karte führt. Da gab es eine, die sogar hier von dem Bohrplatz losging, meine ich. Wo man hier nämlich Zeug mitnehmen müsste. Das wäre ja vielleicht mal was. Kann ja gleich mal versuchen, gar davon zu überzeugen. Jo, zwischendurch muss ich mich hier immer mal so ein bisschen konzentrieren. Jetzt fahre ich hier gerade durch den Fluss durch, mitten durch den Matsch. Kurz vor der Bohrinsel, aber er fährt noch, er ist noch nicht stecken geblieben. Ja, da geht's dann
Wunderbar hier hoch. Es läuft, es läuft. Also, der ist schon, eigentlich ist der irgendwie ein bisschen im Balance, sagen, dieser BM17 hier, aber ich bin mal gespannt, was noch kommt, weil wenn dann natürlich noch schwerere Dinge kommen, wir sagen das ja immer so mit diesen Empfehlungen, mit, ja, okay, Offroad-Truck empfohlen, ich bin jetzt... Jetzt weiß ich gar nicht, was so ein Offroad-Truck ist. Ich dachte erst, das wäre hier ein Offroad-Truck, aber gerade hat er gesagt, das stimmt nicht. Wenn man den jetzt gar nicht, wenn das jetzt mit dem hier alles so gut funktioniert. Also wenn der Truck noch größer wird, dann hat das ja irgendwie auch den Nachteil, dass der mehr Platz verbraucht. Das kommt mir jetzt gar nicht so gut vor. So, meine Lieferung ist angekommen. Ich schaue da mal auf die Karte, was es hier als nächstes gibt. Wir hätten... ja, also das war die einzige Mission von Morrison Mining, die wir bis jetzt machen konnten. Für die anderen, da müssen wir hier was anderes entdecken. Also hier die nächste Version, Sanierung des Logistikzentrums, sagt, entdecke Petro Bay. Das muss wohl auf einer der anderen Karten sein. Hier möglicherweise übersetzt werden, ist vielleicht Erdfluss oder so ähnlich. Und ja, für Frachtlieferung muss man Pipeline-Bau vollenden. Das sind dann also die Aufträge aus den, von den anderen. Schätze ich mal. Oder wo ist es hier? Pipeline-Bau, gab es das jetzt Auftrag? Nee. Ja, wo ist das denn? Also es gibt Pipeline-Reparatur, gibt es eine Mission, für die man aber auch erstmal auf eine Nachbarkarte muss. Also das Logische ist eigentlich hier die Lieferung in die Berge gibt's hier. Dazu liest sich der Flavor. Aber dort hochfahren, das ist was ganz anderes. Diese Paletten müssen ins Logistikzentrum zwischen den Gipfeln gebracht werden. Pass auf dich auf da oben. Und da soll man 4 Ölfässer hinliefern und ich nehme mal schwer an, wir kriegen wahrscheinlich 2 hier drauf. Und... Guck mal, der kommt da gefahren, der sagt gar nichts zu mir. Was macht der so lange? Ist der im Backofen stecken geblieben? Aber nö, der schiebt sich hier gemütlich seine Pizza rein. Ich wollte dich einfach nicht unterbrechen. Das ist schön erzählt, wie in Alaska Pipelines rumlaufen und wie du dabei warst, als geflogen wurde. Ich fand das toll, ich wollte dich einfach nicht unterbrechen. Ich finde es nur schade, dass man keine Emotes machen kann, wie so, aber naja. Die kannst du nachträglich ins Video rein editieren, das ist kein Problem. It was at this moment. Genau. Gut, also beim nächsten Mal fahren wir auf eine andere Map. Für diese Folge ist jetzt Schluss, hier mit Skyrim Plus. Ach nee. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und hättest du Bock, dass wir nachher noch ein bisschen aufnehmen? Ja, natürlich. Ja, dann. Auftrag beendet, der Bauplatz ist errichtet. Und ein Jahr 87 steht jetzt zum Kauf zur Verfügung. Random! Was? So eine Meldung gerade. Der Jahr, Dingsbums, irgendwas ist zum Kauf verfügbar. Gut, das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich mach mal kurz aus und dann gehe ich essen und Nachrichten gucken und dann kommen wir nochmal aufnehmen. Gut. Ja, denkt dran, den Motor abzustellen, ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Spaß macht und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.